Keine Falle! Sie hat auch gegen die Mongolen gekämpft, Sensei. Um uns zu täuschen und in Sicherheit zu wiegen. Wenn ich euch mit einem Pfeil durchbohren will, könnt ihr mich nicht aufhalten. Genug. Die Umugi-Bucht könnte in Gefahr sein. Wir müssen los. Gut. Doch wenn Tomoe nur falsch atmet, landet sie im Dreck. Ihr zwei. Hier lang. Die Umugi-Bucht zu retten, löscht eure Untaten nicht aus, Tomoe. Sie zwangen mich, den Weg des Bogens zu lehren. Zwangen sie euch auch, die Euren in Fort Nakayama zu töten? Sie wurden gefoltert. Ich schenkte ihnen den Gnadentod. Und die Mongolen verschonten mich. Ich entschuldige mich nicht fürs Überleben. Mongolen-Patrouille! Ich hab sie. Wie kommen wir am besten zur Küste? Sieht man uns auf dem Weg zur Umugi-Bucht, werden die Schützen alarmiert. Stimmt. Wir sollten die Straße meiden. Hier über dieses Feld. Wie fandet ihr mein Lager in Akashima? Eure Leute griffen mich an. Wir verfolgten sie. Sie hatten Befehle, euch beide zu meiden. Ich wollte ein Dutzend weitere Lager. Gut, dass sie eure Befehle ignorierten. Ich verlor die Kontrolle. Als wir Kushi erreichten, hatte ich nichts mehr zu sagen. Da sind noch mehr. Viel mehr. Greift an. Bitte!
Klingt wie Sensei Ishika. Die Bäume am Ende des Feldes. Dort können wir ausruhen. Ungesehen. Bichama's Gull! Tomoe, in Kushi verlort ihr die Kontrolle über die Mongolen, doch eine Frau sah euch dort mit ihnen. Ihr habt sie lebendig verbrannt. Das bin ich nicht gewesen. Nicht mit eurem Bogen, doch ihr lehrtet ihre Mörder. Meistens brachte ich sie dazu, Leben zu verschonen, statt zu nehmen. Hier rüber, runter. Die Mongolen bieten alles auf. Sie sind hinter mir her. Ich dachte, sie wären weg. Und das erwähnt ihr erst jetzt? Besser jetzt als nie. Wartet hier bis zur Nacht. Wir nutzen die Dunkelheit zu unserem Vorteil. Verschonen Sie die Bucht bis dahin? Nein. Sie bringen Schützen in Stellung, damit niemand heraus kann. Und planen ihr Gemetzel. Ruht euch aus. Ich halte Wache. Sonnenuntergang. Bereit? Tomoe, ihr geht voran. Der Sensei und ich folgen. Wollt ihr mir in den Rücken fallen? Entdecken euch die Mongolen, verschwinden wir und töten sie. Gehen Bleibt wir. In der Nähe. Lasst sie nicht aus den Augen, Sakai. In Ordnung, Sensei. Gut. Mongolenspeer voraus. Jim, einer für euch und einer für mich. Versteckt euch! Tahoro, not there! Busatten, Ende Sonner Serem Stepa! Auf euer Zeichen, Sakai! Nicht verfehlen, Sensei! Ein Tod. Ihr habt den letzten mit dem kreisenden Falkenschuss erlegt, Sensei. Das habt ihr gesehen? Eure Technik ist auch neu. Ich nehme die rechte Hand runter, wenn man dann loslässt. Wie interessant. Niemand hat gesagt, das würde leicht. Kämpfen wir hier, werden die Schützen alarmiert. Dann greifen sie an, bevor wir an der Bucht sind. Zu hohes Risiko. Was denkt ihr, Sakai? Folgt mir. Nicht zurückfallen. Oh. Meine Schützen. Greifen wir an. Ziehen sie sich in die Stadt zurück und verteidigen sich dort. Unschuldige werden sterben. Seht ihr die Fässer auf den Wagen? Ich schleiche mich an. Ein Brandpfeil. Wenn ihr schießt, schnappen sie euch. Wenn ihr zwischen den Bäumen bleibt. Verfehle ich sie. Ich muss näher heran.
wieder gut machen, was ich angerichtet habe. Geht. Ihr vertraut ihr? Ich vertraue ihrem Rachedurst. Deswegen war sie uns immer einen Schritt voraus. Ihr habt sie viel gelehrt, Sensei. Ich weiß. Bereit machen. Nicht schlecht, Sakai. Wo ist Tomoe? Weiß nicht. Ist sie verletzt? Tomoe! Gegen Ende des Kampfes stand sie bei dem Torbogen dort drüben. Er führt direkt zur Omogi-Bucht. Wenn sich Mongolen dorthin zurückgezogen haben... Hat sie sie gewiss gejagt. Der Tod von Tomoes Schützen macht ihre Verbrechen nicht ungeschehen. Aber sie hat Rache genommen. Ist das alles? Sie hat mit uns gekämpft. Das ist von Bedeutung, sobald der Feind besiegt wurde. Vergesst die Mongolen! Was will sie in der Omugi-Bucht? Hier gibt es nichts außer Diebe, Meuchelmörder, verdammt, und Schmuggler. Sie will mit einem Boot von der Insel. Ihr da! Ja, mein Herr? Ist hier eine Frau vorbeigekommen? Eine Kriegerin. Sie wollte zum Strand. Hier lang! Sie half, die Omogi-Bucht zu retten. Die Mongolen waren hinter ihr her. Wir gaben ihr eine Möglichkeit, die Insel sicher zu verlassen. Wir liegen immer einen Schritt zurück. Aber noch können wir sie aufhalten. Lass uns die Mongolen so lange in Ruhe wartet. Sensei Ishikawa, wir haben einander scharf verurteilt. Doch der Buddha lehrt uns, dass unsere größten Feinde die besten Lehrer sein können. Ich bin dankbar für eure Lehren. Und dass ich an eurer Seite kämpfen durfte. Ein letztes Mal. Ich war eure Schülerin. Ich wäre eure Tochter geworden. Doch der Weg des Bogens liegt nun hinter mir. Was liegt voraus? Ich bin wie ein Pfeil, schnelle, durch die Luft. Wer weiß, wo der Wind mich hinträgt. Es ist vorbei. Vielleicht erreicht sie Kyoto doch noch. Wäre sie jemand anderes, hielte ich es für unmöglich. Wir müssen einen Krieg beenden, eine Heimat aufbauen. Ich habe keine Lehren mehr für dieses Leben, außer eine. Versprecht mir, meine Fehler nicht nochmal zu machen. Versprochen, Sensei. Yeah.
Schärft eure Pfeile, Sakai. Hallo, mein Herr. Ich dachte gerade an die Worte meines alten Meisters Saigyo. Um den Geist zu reinigen, muss erst der Körper rein sein. Saigyo war ein weiser Mann. Er verbrachte nur zu viel Zeit singend in heißen Quellen. Doch stimmt dir seinen Worten sicherlich zu. Heilwasser, reinigender Dampf und der Schatten eines Rotahorns. Nichts stärkt den Kampfgeist wie ein Bad in einer heißen Quelle. Da habt ihr wohl recht. Genau das brauche ich. Ich hoffe, Abt Komai ist sicher. Der Abt ist aus dem Zedern-Tempel. Warum kam er hierher? Um den Mongolen in Toyotama zu trotzen. Aber als sie angriffen, floh er. Der Kampf war chaotisch. Die Verfolgung könnte schwierig werden. In der Nähe ist ein Hof, der den Tempel versorgt. Dort fangen wir an. Ich war dort. Die Mongolen hatten es eingenommen. Ich habe dem ein Ende gesetzt. Dann hat der Abt eine Zuflucht gefunden. Ich erinnere mich, dass Abt Komai schon einmal vermisst wurde. Eine Fehde der älteren Mönche hatte den Tempel entzweit. Worum ging es bei dem Streit? Ich weiß es nicht mehr, aber damals schien es wichtig zu sein. Der Abt war eine Woche verschwunden. Alle waren mit der Suche beschäftigt. Was war passiert? Er hat sich vor uns versteckt. Wir stritten nicht mehr, weil wir ihn suchten. Hat das die Sache nicht verschlimmert? Er hat uns gezeigt, dass unser Streit nicht so wichtig war, wie wir dachten. Das hätte er einfach sagen können. Der Abt sagt immer, wenn niemand zuhört, dann lässt er Taten sprechen. Allein der Abt hält den Kushidera-Tempel noch zusammen. Wenn ihm etwas zustößt, werden die Mönche Kushi verlassen. Bestimmt finden wir Abt Komei dort. Feuer! Es kommt von dem Hof. Auch außerhalb Tsushimas. Wie sollen Sie wissen, dass es eine Denkmäler sind? Ich weiß nicht. Ist das der Abt? Diese Hunde lieben Feuer, oder? Das ist nicht der Abt. Nur einer seiner Anhänger. Sucht weiter. Er ist tot. Lebendig verbrannt. Loryo, Wasserfässer. Umgekippt. Ein Strohbett. Feucht. Könnte sich der Abt gerettet haben? Sich mit nassem Stroh geschützt und ist hinten raus. Vielleicht hat er überlebt. Ja.
Wer immer überlebt hat, ist dort lang. Dann gibt's noch Hoffnung. Die Abdrücke sind tiefer, weiter auseinander. Er ist gerannt. Hui! Arvo! Warum ist der Mongol? Was macht er denn? Seid leise. Was hat er sich angesehen? Jemand wurde hier verwundet. Folgt dem Blut. Schnell, mein Herr. Legium Harsinta. Legium Harsinta. Wir haben am Rand des Wasserfalls gesucht. Mehr Blut. Er ist gesprungen. Blut auf den Felsen. Ist das eine Höhle? Nein, ist er... Tut mir leid, Norio. Ohne seine Führung werden die Mönche gehen. Und der Tempel wird fallen. Die Mongolen haben gewonnen. Was ist da neben ihm? Ein Lotus-Sutra. Verfasst im Blut des Abts. Seine letzte Tat. Wie ein Samurai-Totengedicht. Die Bedeutung des Sutras ist, wir können alle Buddhas sein. Vom niedrigsten Bauern zum größten Adligen. Geschrieben im letzten Atemzug. Nicht für ihn selbst, sondern für die Hinterbliebenen. Zeig das Sutra den Mönchen. Wenn sie die Hingabe des Abts sehen, könnten sie bleiben. Und dies ist das Sutra, das der Abt mit seinem eigenen Blut schrieb. Ein letzter Akt der Hingabe. Ein Aufruf gegen die Grausamkeit. Ein Ruf zu bleiben, nicht aufzugeben. Wir werden das Opfer des Abts ehren, Norio. Der Kushi-Tempel darf nicht fallen. Einst rettete uns Enjo, der Wächter. Jetzt haben uns sein Bruder und Fürst Sakai erneut gerettet. Und gemeinsam. Wir siegen wie die Mongolen. Jetzt müssen wir die Buddha-Statue finden. Ich glaube, die Mongolen fürchten unsere heißen Quellen, Fürst Sakai. Sie meiden sie. Vielleicht mögen sie keinen Schwefelgeruch. Oder fürchten ein Bad, mache sie krank. Hoffentlich bleibt das so, mein Herr.
Der einzige Krieger, der sich in Tsushimas heißen Quellen stärken sollte, seid ihr. Das bestreite ich nicht. Ich glaube, die Mongolen fürchten unsere heißen Quellen, Fürst Sakai. Sie meiden sie. Vielleicht mögen sie keinen Schwefelgeruch. Oder fürchten ein Bad, mache sie krank. Hoffentlich bleibt das so, mein Herr. Der einzige Krieger, der sich in Tsushimas heißen Quellen stärken sollte, seid ihr. Das bestreite ich nicht. Ihr wirkt gedankenverloren. Ist alles in Ordnung? Es herrscht zurzeit so viel Angst, mein Herr. Doch es gibt noch Orte der Schönheit, die uns erinnern, was wirklich zählt. Selbst die Vögel wissen es. Ich folgte ihnen zu einem Ort, der mich mit Frieden erfüllte. An solchen Orten schrieb ich früher Haikus. Nirgends konnte ich Geist und Körper vor einem Kampf besser fokussieren. Hoffentlich findet ihr bald wieder Frieden, Fürst Sakai.